Herzlich willkommen, ich begrüße euch zu einer weiteren Geburt. Ich glaube, jede Folge beginnt mit einer Geburt. In unserer World 21, unsere Zukunft, bauen wir uns zu Fallout 4 auf. Kurz mal einen Überblick verschaffen. Okay, die machen Babys. Wir brauchen mehr Nahrung. Denn wir haben haufenweise Babys. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid und fleißig am Namen posten seid für das Gewinnspiel. Im heutigen Tage kommt auch das Special-Video dazu raus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da fleißig mit macht, mischt, kommentiert. Vielleicht noch ein paar Namensvorschläge mit reinklöppelt. Wenn ihr dann welche habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich werde sie heute in der Mittagspause wieder lesen. Und bin gespannt, was ihr mir so mitzuteilen habt. An tollen Feinungen. Genau, jetzt gleich kommt's. Lustigen Namen, genau. Es ist schon wieder sehr spät. Ich bin sehr müde. Ich hatte wieder einen sehr anstrengenden Tag. Es ist zurzeit echt unglaublich viel los bei mir auf der Arbeit und ein Riesenkampf, dort konzentriert und lebendig rauszukommen, jeden Tag. Aber es klappt jedes Mal. Ich bin wirklich erstaunt darüber, dass ich nicht, wenn ich nach Hause komme, einfach umfalle und mich nicht mehr bewegen kann. Also fühle ich mich zurzeit. Immer wenn ich nach daheim bin, ich mag eigentlich so gut wie gar nichts mehr machen, außer Fallout Shelter spielen, da habe ich immer Lust drauf. Das ist so eine tolle Sache, die man so nebenbei machen kann. Die erste Vault, die wir gegründet haben, ist inzwischen auch enorm groß. Sage ich das mal so, um es nicht so mächtig klingen zu lassen, wie es in Wirklichkeit ist. Denn ich habe da schon an die 100 Bewohner und noch einen Haufen Schwangerer, die da rumtrödeln. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier um unser Nahrungsproblem in unserer World 21. Sonst, ja, haben wir ein Problem bis Fallout 4, denn wir können nicht spielen, da alle tot sind. Wir haben die World schon vorher zugrunde gerichtet, bevor es überhaupt richtig losging. Ja, ich hatte einen Kommentar von wegen Irreführung in der Videobeschreibung. Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich habe es jetzt angepasst. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich habe ja Fallout 4 mit dem Titel stehen, weil es halt, wir bauen hier unsere Zukunft für Fallout 4. Wir sind hier in der World 21, der Ort, wo wir beginnen werden. Und was ich letztens gesehen habe beim Fallout New Vegas aufnehmen, der gute Doc, der uns da am Anfang zusammenpflegt, kommt auch aus der World 21. Zufall? Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie das zeitlich steht zu Fallout 3 und New Vegas. Da bin ich gespannt drauf, wie die da eine Brücke bilden werden. Den können wir upgraden. Ja, Feuer. Was willst du denn? War das Feuer damit aus? So, das... Ach, können wir jetzt nicht upgraden, weil es brennt. Jetzt habe ich vergessen, was für Missionen wir haben. Und ich denke, ab morgen, übermorgen werde ich anfangen, schon mal Namen zu verteilen, die ihr mir so gepostet habt. Verkaufe Waffen. Lass einen Bewohner eine Stunde lang im Ödland, verbessere zwei Räume. Weise vier Bewohner den richtigen Raum zu. Ja, das klingt einfach. Geh weg. Ja, noch ein paar Leute hier rumlaufen. Gut, das war schon mal nicht der richtige Raum. Das war nicht der richtige Raum. Das auch nicht. Ja, ist ja doch schwierig mit... Na? Hey, Bärtchen. Das wäre total super, wenn das jetzt irgendwie klappen würde, mal bei irgendjemandem. Die blöde Quest fertig kriegen. Ach ja, und das wollten wir upgraden. Bam! Verbesserung von zwei Räumen.
Was können wir noch irgendwas verbessern, um die Quest zu meistern? Ne, 1000 brauchen wir da und hier 750. Ich bin auch gerade schon wieder ein bisschen hektisch. Gerade auch ein bisschen Aufputsch-Energy-Drink getrunken. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel, denn sonst würde ich hier gleich vom Stuhl fallen und nie wieder aufstehen, glaub. Und wir haben keine Waffen und nichts. Es brennt ein. Und der Akku ist auch leer. Ich bin schon wieder so hektisch heute. Unglaublich. Verbesserung 2 Räume. Energie ist auch sehr knapp. So, wenn das Feuer aus ist, dann versuche ich mal noch einen Generatorraum daran zu bauen. Und so langsam kriegen wir die Leute auch verteilt. Hier, hast du nicht eine Knarre? Ja. Du musst jetzt eine Stunde ins Ödland gehen, mein Freund. Mit 2 Stimpacks. Ich hoffe, da kommst du ein Stückchen mit. Irgendwie haben wir gar nicht die richtigen Räume für die Leute, habe ich das Gefühl. So, wir wollten auf jeden Fall noch einen Generator bauen. Haben wir denn vielleicht noch welche, die mit Stärke gesegnet wurden? Glück, Stärke. Auf zu tanzen, geh arbeiten, Frau. Sodele, sodele. So langsam. Das Nahrungsproblem haben wir noch nicht im Griff bekommen. Der ist maximal verbessert und der hier braucht noch 1500 Kohle. Unseren Freund haben wir jetzt ins Ödland geschickt. Ich denke, ich gehe da lang. Alles klar, Albert Parker. So. 2 Räume verbessern. 1 Stunde lang draußen sein. 4 Bewohner in den richtigen Raum zu. Alles klar. Irgendwie klappt das aber nicht so richtig. Katzchen werfen wieder mit Sachen durch die Gegend. Kommt schon, Leute. Produziert mehr Nahrung. Wir haben echt eine schwache Vault. Wir brauchen mehr Sachen. Mehr Zeug, mehr Menschen, mehr bessere Bevölkerung hier. So, du bist ziemlich gut in E. Aber E haben wir noch gar nicht. Das kommt erst später, glaube ich. Wir haben P, A und S. Und nicht mal einen Lagerraum. I. Yeah, wir haben den ersten den richtigen Raum zugewiesen. Hier, der ist bestimmt auch Intelligenz. Yeah, 2. Brian Black. Hast du einen scheiß Namen ausgesucht, Kumpel? Okay, das zählt jetzt nicht als richtiger Raum. Und wir kommen einfach mit der Nahrung nicht hinterher. Ah, wir brauchen einfach mehr Kleidung und all solchen Quatsch. Oh, und der auch schon Stimpack verbraucht, der Typ. Keine 3 Minuten da draußen. Schicken alle, die nichts zu tun haben, jetzt auch einfach da draußen. Du machst hier keine Babys. Geh draußen die Welt erkunden. Und alle, die nicht hier drin sind, können auch nichts essen.
Der hat sogar eine Waffe. Tschüss. So, wir müssen unser Nahrungsproblem irgendwie in den Griff kriegen. So langsam wird's. Hier arbeitet nur einer. So, jetzt fehlt hier wieder einer. Toll, da steht auch nicht dran, wer was Tolles kann. Haben wir die aus dem Diner abgezogen, auch nicht so gut. Kann irgendeiner von den Wasserleuten irgendwie da unten was reißen? Nicht da rein so. Alles nicht so einfach. Du gehst da wieder Wasser machen. Wir brauchen definitiv immer noch Nahrung. Und ja, sodle, sodle, sodle. Natürlich, die kommen jetzt auch noch. Könntest du mir die Belohnung geben? Sammle 10 Stimpaks. Haben die hier Waffen? Ja. Beobachten wir immer, wie er sich so schlägt. Beziehungsweise geschlagen wird ja eher. Du Feigling, renn doch nicht weg. Benutze die Waffen. Besiegt die Schweine. Ja, das ist noch kein so gutes Ende. Die rennen jetzt einmal durch und prügeln sich überall. Knall die ab, die Alte. Knall sie richtig. Ja, die sterben. Ui, hier unten hat schon jemand eine Waffe. So. Energie. Sieben Minuten unterwegs. Ein Stimpack noch. Sind die schon so tot losgezogen oder haben die jetzt echt aufs Maul gekriegt da draußen? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall braucht hier unten die Waffen nicht so dringend wie die oben. So. Da sind die Leute oben jetzt bewaffnet. Irgendjemand drückt mir hier noch die Pi-Schamantole in die Hand. Oh Gott.
Die Leute sind auch alle nicht so gut in dem, was sie tun, habe ich das Gefühl. Darum dauert das alles so lange. Ich möchte noch mal ganz kurz erwähnen, warum das Spiel so flüssig läuft. Ich hatte ja angefangen mit dem iPhone 4S und habe mir jetzt in der Zwischenzeit ein iPhone 5 zugelegt. Und falls ihr auch Probleme habt, dass das Spiel auf älteren Geräten bei euch abstürzt, dieses Problem ist leider nicht zu beheben, da das Spiel halt ein Gigabyte RAM schon so braucht, damit es anständig läuft und nicht, sobald der Vault etwas größer ist, so bei 20, 30 Leuten und abstürzt, braucht ihr halt schon ein größeres Gerät. Und ja, ab iPhone 5 geht das, also 5C, 5S und alle, ab da ist das gar kein Problem mehr, da die Geräte 1 GB RAM haben. Und ich glaube, ab dem iPad Mini 2, also das mit dem Retina-Display, da kann man es auch problemlos spielen. Und alles darüber halt, was neuer ist. Ich weiß nicht, welches iPad, also von den großen, es ist mit 1 GB RAM. Das kann ich euch leider nicht sagen. Und halt die Android-Benutzer müssen halt immer noch drauf warten, bis das Spiel auch für ihre Geräte erscheint. Da bin ich auch gespannt, wie lange das dauern wird. Weil, naja, ich weiß nicht, wie groß der Aufwand dahinter ist, es zu programmieren. Ich habe mir zwar mal alle Programmiersprachen angeguckt für iOS und Android und eigentlich, ja, wenn man sich damit, sage ich mal, halbes Jahr bis Jahr intensiv auseinandersetzt, kann man das schon recht gut. Ich weiß halt nicht, wie umfangreich jetzt so ein Spiel ist, auch mit den ganzen Animationen und Effekten und all solche Sachen, weil die Grafiken sind ja auch ziemlich cool. Das wäre so der Bereich, den ich ja auch... Entschuldigung, ich bin echt spät. Naja, es ist eigentlich nicht spät, ich bin nur echt fertig. Und hoffe, ihr verzeiht mir diesen Gainer. Und wir haben unser Nahrungsproblem hier in der Vault immer noch nicht auf die Reihe gekriegt. Und zwar jetzt weniger Leute vor Ort. Ich hoffe, die krepieren mir da draußen nicht weg. Und die direkt wieder abzocken lassen, die ersten beiden da. Eine scheußliche Maulwurfsratte. Na komm, die ohne Waffe rufen wir mal zurück. Irgendeiner von hat doch eine Waffe mit. Er auch nicht. Und was ist der letzte? Auch nicht. Aber wir hätten noch einen zweiten. Ja, Akku ist auch bald leer. Da müssen wir uns jetzt auch ein bisschen ranhalten, dass wir hier unsere Nahrungsgeschichten nochmal in den Griff kriegen. So kann ich mich ja nicht hier in so einer verhungernden Vault raus, kann ich mich ja nicht verabschieden. Das geht ja nicht, das ist ja unverantwortlich. So. Ich möchte mich auch nochmal ganz kurz bedanken an alle, die dabei sind. Und jedes neue Abo macht mich sehr glücklich. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich sehe, wie gesund mein Kanal wächst. Dafür möchte ich euch nochmal danken. Deswegen auch das Gewinnspiel. Nicht vergessen, Video kommt heute auch noch dazu. Falls es nicht schon online ist, schaltet da mal rein. Ich guck mal, ob ich so zwischendurch ein bisschen Zeit finde und hier dann so einen Link zum draufklicken reinkriege. Ich muss das gleich auch nochmal alles bearbeiten. Ich habe es bisher nur aufgenommen. Ja, das war Springfield Tap It Out im Hintergrund. War da mal losgebrüllt. Homer will, dass ich mit ihm spiele. Das ist gerade so ein Tippball-Fußball-Spielsport-Event. Und ja, da muss ich noch ein bisschen was aufholen. Läuft, glaube ich, die aktuelle Season nur noch 2-3 Tage und mir fehlen noch ein paar Stoffhandschuhe. Aber das sollte kein Problem sein, die noch zusammenzukriegen. So, Stimpaks. Weise 4 Bewohner in den richtigen Raum zu. Lass einen Bewohner aus Ödland eine Stunde lang erkunden. 10 Stimpaks sammeln. Ja, das wird interessant. Wir haben kein Geld, wir können nichts machen, wir können nichts ausbauen. Wir können höchstens neu bauen. Aber das bringt es jetzt auch nicht voran. Yeah, 2 Stimpaks. Woho. Das dauert noch eine Minute. Die Bude dauert noch 2 Minuten, bis dann haben wir wieder kein Essen. Ach ja, Leute. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass ihr mich beim Aufbau unserer Vault unterstützt
und dann hoffentlich auch bis Fallout 4 durchhaltet. Ich bin auch gespannt, wie dann diese Vault in 5 Monaten aussieht. Boah, ist das eine lange Zeit. 5 Monate. Ich glaube, dann kriegen wir wirklich hier alles bebaut. Ich kann ja einmal ganz kurz rauszoomen und das gesamte Baugrundstück zeigen. Ihr seht rechts und links ja jetzt hier diese Gesteinsarten da und da, da und da und da und da. Und dann geht es hier halt runter. Enorm weit runter. Ich bin echt gespannt, wie viele Vault-Bewohner wir da haben. Das muss ja schon so eine kleine Stadt sein, wenn nicht sogar mehr. Ich bin wirklich gespannt und ich bin vor allen Dingen gespannt, wenn Updates kommen und was dann noch so für Neuerungen und Besserungen und etc. dazu kommt. Das würde mich echt interessieren. Was würdet ihr euch denn so wünschen an Neuerungen oder beziehungsweise etwas, was noch dazukommen sollte, was das Spiel unbedingt braucht? Schreibt mir da mal eure Wünsche, Ideen und Meinungen in die Kommentare. Vielleicht können wir da ein bisschen diskutieren, was Fallout Shelter gut tun würde und was ihr vielleicht nicht so toll an dem Spiel findet, weil wir können natürlich auch kritisch an die ganze Sache ein bisschen rangehen. Das schadet ja nicht. Wie sieht ja freie Menschen mit freier Meinung. Dazu möchte ich nochmal sagen, ich habe voll Hass auf DRL. Da hat sich immer noch nichts gerührt und ich glaube, das wird auch noch sehr lange dort liegen, wo es liegt. In Neumünster im Paketzentrum. Und ich habe echt die Befürchtung, dass bis ich es kriege, also mein iPad, was da rumliegt, ist es kaputt. Ist irgendwas draufgefallen, durchgebrochen, jemand ist draufgetreten oder hat so eine Pfütze geworfen oder keine Ahnung. Was auch immer, oder hat er drauf Fleisch gegrillt, oder wer weiß, was da passiert. Auf jeden Fall bin ich echt gespannt, wann das Ding ankommt. Können wir vielleicht auch so eine kleine Wette starten, nachdem wir das nächste Gewinnspiel durch haben. Falls es dann noch nicht da ist, habe ich eine lustige Idee. Dann machen wir einfach das nächste Gewinnspiel und dann machen wir so ein Tippspiel und dann macht ihr so Terminraten. Wann es denn bei mir eintrifft und derjenige oder diejenigen, die richtig treffen, gewinnen auch etwas. Mal schauen, was. Und ich habe eine total coole Idee für die Gamescom und ich muss mal schauen, ob ich das vielleicht umgesetzt kriege. Oder auch nicht. Muss man mal schauen. Ja. Auf jeden Fall freue ich mich auf eure Namenseinsendungen, die bis Sonntag noch gehen, laufen, wenn ihr das T-Shirt-Motiv sehen wollt. Schaut mal in die Fallout Shelter Episode 8 rein. Gegen Ende zeige ich da so ein bisschen einen Ausschnitt und auch in dem Special Video dazu halte ich, wie nennt man das? Das Sieb. Ja, ich halte das Sieb hoch und da könnt ihr das Muster wahrscheinlich auch ziemlich gut erkennen. Ich meine gar nicht Muster, ich meine Motiv, ich habe schon wieder gegähnt. Das tut mir so leid, ich bin echt kaputt und ja. Ich denke, das ist jetzt auch eine super Situation, sich hier aus der Wall zu verabschieden. Wir haben unsere Leute draußen, beziehungsweise den einen. Ich versuche den jetzt eine Stunde draußen und dann zurückzurufen. Dass wir da morgen hier wieder ansetzen können an der Stelle und unser Kamerad dann vorne an der Tür steht, falls er nicht draußen verreckt. Was natürlich sehr wahrscheinlich ist bei unserem Glück. Ich hoffe, es hat euch noch heute gefallen, auch wenn wir wieder hier einige Probleme in unserer Vault hatten und nicht sonderlich großartig vorangekommen sind. Wobei es geht eigentlich. Für die 25 Minuten heute, muss ich sagen, haben wir doch so einiges geschafft und auch so einige Probleme in unserer Vault klären können. Wenn es euch denn heute gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lassen würdet und die nächste Folge auch nicht verpassen wollt. Ich bin zu müde zum Reden. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, lasst mir auch ein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal bei New Vegas reinschaltet und bei The Witcher 3. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen und ihr mir noch ein paar lustige Namen in die Kommentare tippt. Auf jeden Fall alles, alles Gute euch. Vielen, vielen Dank. Ich bin echt glücklich, wie sich das hier alles entwickelt und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und einen wunderbaren Mittwoch. Ciao.